Liebe Freundinnen und Freunde des Kunstpreises der Dr. Wolfgang Zippel Stiftung. In diesem ungewöhnlichen Jahr findet auch die Preisverleihung des sogenannten Zippel-Preises in neuer und ungewohnter Form statt. Gemeinsam, aber dezentral und digital. Für uns als Stiftungsrat stand fest, dass es eine angemessene Alternative geben muss, um die Auszeichnung zu verleihen und damit der Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger Ausdruck zu verleihen. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich Sie heute auf diese Art und Weise als Teil unseres gemeinsamen Formats begrüßen darf. Das Herzstück der digitalen Preisverleihung sind drei filmische Porträts der Künstlerinnen und Künstler, in denen sie sich und ihre Arbeiten vorstellen. Die Laudationes der Stiftungsratsmitglieder zu Ehren der Preisträgerinnen und Preisträger bilden für die Präsentation dann den weiteren Rahmen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, für Hanna Meisinger, Jan Grebenstein und Helena Schätzle, unsere diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger, diese Würdigung und damit Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu schaffen. Denn Kulturschaffende leiden unter der aktuellen Situation sehr und das nicht nur hinsichtlich fehlenden Einkommens und dem Fehlen des Kontaktes zum Publikum, sondern sie leiden auch unter einer Art Unsichtbarkeit, nämlich der fehlenden Sichtbarkeit und Öffentlichkeit ihrer Arbeit und ihrer Arbeiten. Und genau deshalb unterstützt der Kasseler Kunstpreis der Dr. Wolfgang Zippel Stiftung Künstlerinnen und Künstler auch in diesem Jahr und besonders gern durch Preisgelder, Ankäufe und Öffentlichkeitsarbeit aus Überzeugung. Und ich begrüße Sie hier heute aus der Artothek, wo die Ankäufe hier in Kassel verwahrt werden und von wo aus sie jede und jeder auch ausleihen kann. Also auch Sie können die Arbeiten der Preisträgerinnen und Preisträger bei sich zu Hause oder in Ihren Büros entsprechend würdigen und aufstellen oder aufhängen. Bei allen Herausforderungen, die dieses Jahr mit sich gebracht hat, gibt es aber auch eine wunderbare Neuerung, nämlich den Doris Krieninger Preis als neuen Preis innerhalb der Dr. Wolfgang Zippel Stiftung. Doris Krieninger war langjähriges Stiftungsratsmitglied und sie hat der Stiftung 2018 nach ihrem Tod aus ihrem privaten Nachlass eine Zustiftung gemacht und daraus den Doris Krieninger Preis überhaupt erst möglich gemacht. Ihr Wunsch war es, dass dieser Preis Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt, die das 35. Lebensjahr bereits überschritten haben und damit nicht in den genuinen Förderschwerpunkt der Zippel Stiftung fallen. Und uns als Stiftungsrat ist es natürlich sehr bewusst, dass Doris Krieninger immer auch besonders die Förderung von Künstlerinnen am Herzen lag. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir mit Helena Schätzle in diesem Jahr die erste Preisträgerin des Doris Krieninger Preises küren dürfen. Und wir sind Doris Krieninger für ihr Engagement und für diese wunderbare Bereicherung sehr, sehr dankbar. Wir gratulieren Hanna Meisinger, Jan Grebenstein und Helena Schätzle deshalb sehr, sehr herzlich zum Kunstpreis der Dr. Wolfgang Zippel Stiftung 2020. Wir wünschen Ihnen dreien weiterhin für Ihre Arbeit viel Erfolg, Sichtbarkeit und Resonanz. Und ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an Sie, dass Sie uns, dass Sie die Preisverleihung, dass Sie die Künstlerinnen und Künstler begleiten und Ihnen auch in dieser digitalen Form die Treue halten. Bitte bleiben Sie gesund. Wir sehen uns persönlich wieder zu späterem Zeitpunkt. Alles Gute und ganz herzlichen Dank. Die Frage nach dem Haus, das ist ja das zentrale Motiv, an dem ich gerade oder an dem ich in meiner nächsten Reihe arbeiten möchte, beschäftigt sich weniger mit dem Haus in seiner eigentlichen Funktion, sondern das Haus funktioniert eher als eine Art Icon oder Sinnbild oder auch Rahmen für verschiedene Geschichten, für Anknüpfungspunkte. Und ich finde eigentlich, dass so diese Frage nach dem Bildraum und einer Neudefinition des Begriffs Rahmen funktioniert in dem Haus auch ganz gut, weil das einfach ein elementares Thema für jeden ist. Wir wohnen, ob wir wollen oder nicht, da kann man nicht dran vorbei. Und genau wie durch Kleidung wird da ja ganz viel soziopolitischer Kontext auch irgendwie passiert einfach, wird mit thematisiert und das finde ich super spannend. Ich komme ja eigentlich aus der Malerei und daher kam auch ursprünglich mein Interesse an Oberflächen, das sich dann im Laufe der Zeit ausgeweitet hat zu einem Interesse auch nach den Geschichten, die Oberflächen erzählen, nicht nur in einem formal-ästhetischen Kontext, sondern eben auch in einem gesellschaftlichen Kontext.
Meine Arbeit ist ziemlich prozessorientiert, da für mich ein Arbeitskomplex nie ganz abgeschlossen ist, sondern gerade auch durch die Frage nach den Oberflächen und nach den Motiven und den Bezügen, die sich da auch aufmachen, dieser hermetisch abgeschlossene Raum oder Bildraum, Erzählraum einfach nicht existiert, sondern alles verweist wieder irgendwo hin und da geht's dann auch weiter. Dadurch, dass meine Arbeiten immer auf verschiedenen Ebenen funktionieren, auf der einen Seite in diesem ganzen kunsthistorischen, Malereifragen-spezifischen Kontext, der auch super wichtig ist, und auf der anderen Seite aber eben die erzählerische Ebene, die dann auch eher soziopolitische Fragen noch mit einschließt, entsteht natürlich so eine Art von Layering, die dann auch sehr viele verschiedene Zugänge ermöglicht. In letzter Zeit habe ich mich besonders viel mit Materialimitat beschäftigt. Rollrasen, Pooloberflächen, Imitat PVC, die notorische Marmorklebefolie natürlich auch, um diese Oberflächenfragen einfach nochmal auf einem anderen Level zu bearbeiten. Ich glaube, der Themenkomplex Haus als Sinnbild, Haus als Icon macht es möglich, erstens ganz viele verschiedene Zugänge möglich zu machen, da es ein sehr universelles Thema ist. Wir wohnen irgendwie alle. Und auf der anderen Seite hast du natürlich wahnsinnig viel Raum, um Fragen zu stellen und Geschichten zu entwickeln und auch aus dem klassischen Ausstellungskontext ein Stück weit rauszugehen, weil ich die Arbeit ja auch am liebsten meine nächste Ausstellung in einem Leerstand entwickeln würde, in dem ich gleichzeitig wohne und die Ausstellung aufbaue. Das ist natürlich total super, den Preis gewonnen zu haben, weil ich tatsächlich diese Idee für das Ausstellungsprojekt schon ziemlich lange mit mir rumgetragen habe, aber nie die Möglichkeit gesehen habe, das umzusetzen und das dadurch jetzt tatsächlich in greifbare Nähe gerückt wird. Und das ist natürlich super. Also ich sehe mich vor allen Dingen als Gestalter, der mit Sound, Musik, Grafik, Typografie und Video arbeitet. Weniger sehe ich mich als Künstler. Wenn ich zum Beispiel ein Konzert spiele, dann bedeutet das für mich, einen Raum klanglich als auch visuell zu füllen. Dabei ziele ich dann darauf ab, bestimmte Assoziationen hervorzurufen. Das ist für mich ein klar gestalterischer Prozess. Musik und Sound beschäftigen mich, seit ich denken kann. Grafik war irgendwie auch immer klar. Und ich habe nie wirklich eine Alternative für mich gesehen. Ich bin gerade noch mit MTV und sowas aufgewachsen. Musik und Bild gingen dort immer Hand in Hand. Die Musikvideos beispielsweise aus dieser Zeit haben mich sehr geprägt. Später an der Uni hatte ich immer das Verlangen, einfach Musik zu meinen visuellen Arbeiten zu spielen, als Soundtrack, wenn man so will. Heute ist daraus eine Praxis geworden, bei der ich immer wieder alte Erfahrungen resample und hier und da dann neue Verknüpfungen erstelle. Sound zu Videos, Videos zu Sound, Grafiken für Songs oder Songs, die nach Grafiken entstehen und so weiter. Ein zweiter wichtiger Initialpunkt ist für mich der Austausch mit anderen Musikerinnen und Musikern. Es ist unglaublich belebend, sich mit jemandem Material hin und her zu senden, dann zu schauen, wie die Gegenseite reagiert, welche Eingriffe vorgenommen werden, welche Ansätze sich dabei ergeben, um selber weiter an dem Material zu arbeiten. Durch Prozesse dieser Art sind wunderbare gemeinsame Arbeiten entstanden. Bei Solo-Arbeiten hingegen fehlt mir oft die Rückkopplung. Ich kann alleine schwerer ein Gespür dafür entwickeln, ob ich überhaupt mag, was ich gerade produziere. Seitdem ich in Kassel lebe, sind mir immer wieder spannende Positionen aufgefallen, die nicht klar einem Bereich zuzuordnen sind. Durch ihren interdisziplinären Ansatz scheint besonders die Kunsthochschule ein Ort zu sein, der solche Entwicklungen begünstigt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dies in meinem Fall mit dem neuen Preis für intermediale Kunst gewürdigt wird und hoffe auch sehr für die Zukunft, dass diese Kategorie weiter bestehen kann. Ich habe mich unglaublich gefreut über diese Auszeichnung und mich auch sehr geehrt gefühlt, dass ich die als erste Kasseler Künstlerin erhalten habe, den Doris-Grinninger-Preis.
Und es hat mir auch besonders in diesen Zeiten und auch in so einer Umbruchsphase zwischen Indien und Deutschland wahnsinnig viel Unterstützung und Motivation gegeben, auf diesem Weg, auf den ich mich befinde, weiterzugehen. Und diesen Weg weiterzugehen, trotz der vielen Schwierigkeiten, die auftauchen. Und ja, auch weil es einfach ganz, ganz viel auch ehrenamtlich unentgeltliche Arbeit ist. Und das war wirklich wahnsinnig motivierend. Mit 23 war ich für längere Zeit in Indien, 6 Monate, und habe dort mit Sudharak Olve ganz viele NGOs besucht und bin ganz tief eingetaucht in diese Kultur und in ganz viele Thematiken und Problematiken. Und das war eigentlich der Moment, in dem ich mich dann auch verstärkt menschenrechtsrelevanten Themen begonnen habe zuzuwenden und wirklich ganz tief da einzutauchen in diese Thematik. Ich orientiere mich sehr viel an Menschen, die eine ganz starke humanistische Überzeugung haben und diese Überzeugung nach außen tragen. Das muss nicht durch das Medium Fotografie sein, das ist einfach Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen und dafür einstehen und dafür auch Risiken in Kauf nehmen. Ich suche mir meine Themen eigentlich nicht, sondern die Themen finden mich. Und die haben meistens was damit zu tun, was mich persönlich beschäftigt. Zum Beispiel die Arbeit, die ich über meinen Großvater als Soldat während des Zweiten Weltkriegs gemacht habe, hat mich dann in ganz viele verschiedene Länder in Osteuropa gebracht und auch zu Überlebenden des Holocaust nach Israel. Und auch, dass ich so viel in Indien gearbeitet habe, hatte auch mit meinem Privatleben zu tun und dass ich dann einfach lange Zeit dort vor Ort war und darüber dann auf Themen gestoßen bin, die mich beschäftigt haben, die mir am Herzen lagen und zu denen ich arbeiten wollte. Also meistens, wenn ich mit Menschen beginne zu arbeiten, dann entwickeln sich unglaublich persönliche Beziehungen daraus. Dann ist das nicht mehr meine Arbeit, sondern das sind das einfach Begegnungen auf Herzensebene. Und so habe ich meine indische Familie, die viele Jahre obdachlos am Strand gelebt hat, die ich viele Jahre begleite schon, und meine israelische Oma und meinen israelischen Opa und Menschen auf der Welt, denen ich sehr verbunden bin. Also worum es mir eigentlich geht in meiner Arbeit, ist, zu einer positiven Veränderung hier in dieser Welt beizuwirken und dafür zu sorgen, dass einfach Menschenrechte universell umgesetzt werden. Und das ist das, was mich antreibt.